Am 6. April 1520. Nach nur 10 Tagen im starken Fieber stirbt der Maler Raphael. Mit nur 37 Jahren. Raphaels Tod, ich muss ein Schock gewesen sein. Das hat alle Zeitgenossen nachhaltig berührt. Raphael stirbt am Karfreitag, wie Christus. Sofort haben Erzählungen über den Tod Raphaels diese Parallele aufgegriffen. Die Parallele zwischen Raphael und Christus. Der Himmel verdunkelt sich und es wird ein biblisches, passionsspielartiges Szenario entworfen. Ein Brief beschreibt sogar, dass ähnlich wie zur Todesstunde Christi überirdische Zeichen erschienen, nämlich ein Erdbeben und Risse sich im Privatappartement des Papstes im Vatikan zeigten und der Papst aus seinem Appartement geflohen sei. Der sterbliche Gott hat ein unsterbliches Werk hinterlassen. Darunter seine wohl berühmteste Schöpfung, die Sixtinische Madonna. Seit über 260 Jahren hängt sie in der Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden. Vor ihr stehen die Kunstliebhaber staunend. Manche brechen sogar in Tränen aus. Mit dieser Madonna hat der Maler Raphael das Ideal des vollkommenen Gleichgewichts in die Welt gebracht. Dieses Bild ist perfekt, dieses Bild ist schön und Maria muss natürlich als theologisch ausgezeichnet auch die Schönste sein. Und das hat Raphael in Szene gesetzt. Zum einen dadurch, dass diese Frauengestalt mit einer unglaublichen Souveränität auf uns schreitet. Sie schreitet über diese Wolken und der ganze Umraum wird aus ihr gebildet. Das ist im Grunde das frühneuzeitliche Individuum, was er dort darstellt. Die Sixtinische Madonna als selbstbestimmtes Wesen. Ganz im Geiste des Humanismus tritt die göttliche Gestalt hinüber ins Leben und bringt uns den Jesusknaben. In der Sixtina geht es ja darum, dass hier Maria das Jesuskind zur Inkarnation trägt. Also ein Geburtsbild, wenn man so will, ein Weihnachtsbild auf eine Art. Maria schreitet mit dem Jesuskind aus den Himmelsfernen über die Wolken in Richtung der irdischen Welt. Das einzig Irdische, was in diesem Bild überhaupt anwesend ist, das ist dieser Vorhang und die Brüstung unten, auf der die beiden Engel lümmeln. Das ist innovativ, dass Raphael hier zwei Engel malt, die ja lümmeln, muss man sagen. Die haben ja nicht wirklich was Heiliges, die warten ganz offenkundig. Und das hängt mit dem Bildmotiv zusammen. Sie warten darauf, dass Maria das Jesuskind zur Inkarnation trägt. Aber dass diese Engel nicht wie sonst in der Kunstgeschichte singen, mit dem Jesuskind spielen, den Marienthron tragen, sondern nicht einfach nur lümmeln und warten, das ist ungewöhnlich. Die beiden Engel machen seit Mitte des 19. Jahrhunderts ihre eigene Karriere. Andreas Henning, der Experte für italienische Malerei in Dresden, hat in einer Vitrine jedes noch so absurde Produkt mit den Engelchen gesammelt. Von der Keksdose bis zum Toilettenpapier. Jetzt wird die Sammlung in Dresden professionell katalogisiert. Diese Sammlung zeigt gewissermaßen, was man aus diesen Engelchen machen kann. Und sie zeigt oder spiegelt mir zugleich auch, wie international bekannt diese Engel und damit auch das Bild ist. Wenn ich in dieser Vitrine einen Flyer eines Hostels aus Ecuador habe, wo diese Engelchen abgebildet sind, dann finde ich das ein fantastisches Beispiel, dass offenkundig dort die Engel und damit auch die Sixtinische Madonna bekannt sind. In Rom ist die Sixtinische Madonna 1512 in Auftrag gegeben worden. Hier hat die Bewunderung für das Gemälde die Zeiten überdauert.
Das Motiv der lümmelnden Engel gehört in der ewigen Stadt zu den Lieblingssouvenirs. Doch wer war noch mal der große Künstler, der sie erdacht hat? It's really familiar, the two angels looking up, but I can't remember which painter it was. Culture Barbers. Sorry. We've seen it, but I don't know where. No. Oh no, the Sistine Chapel. I don't. Oh, we're really, really messing up. We're I'm sorry. TV I know. I'm sorry. We're so dumb. Sorry. Die zwei Engel, das ist ganz bekannt, aber jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Weiß ich nicht. Hängt nur bei meiner Oma über dem Bett. I saw it in an advertisement. Maybe Michelangelo, but maybe not. Maybe you are the author of this. I guess Raphael, but not sure. It's Raphael. Okay, nice. Warum versinkt der glanzvolle Name Raffaello Santi in der Popularität seiner eigenen Schöpfung? Viel wissen wir nicht über diesen Ausnahmekünstler. Geblieben sind nur wenige Dokumente und eine idealisierte Biografie voller Legenden von Giorgio Vasari. Der schreibt 1568, Raphael sei mit so vielen Gaben des Himmels bedacht worden, dass er nicht einfach nur ein Mensch sei, sondern ein sterblicher Gott. Alle sagen, also er war höchst angenehm. Er besaß also die Fähigkeit, wie ein perfekter Hofmann sich zu bewegen, ins Gespräch zu kommen, Konversation zu betreiben, allen auch zu schmeicheln und zu gefallen und dabei einfach immer sehr freundlich und ausgelassen auch zu sein. Also er muss im Grunde ein Sozialgenie gewesen sein. Anders als Michelangelo oder Leonardo war er ein Künstler, der mit Menschen umgehen konnte und der auch immer geschaut hat, wie er anderen helfen kann. Also dass er sowohl künstlerisch, auch in seiner Persönlichkeit ein Ausnahmemensch war. Ein Mensch ohne Schattenseiten. Auch Raphael selbst muss sich seiner außergewöhnlichen Ausstrahlung und seines Talents früh bewusst gewesen sein. Als er 1504 nach Florenz kommt, will er bei den größten Künstlern seiner Zeit in die Lehre gehen. Hier sieht er das unergründliche Lächeln der Mona Lisa. Er ahmt Leonardo da Vinci nach und kopiert Michelangelo Buonarroti. Dessen Skulptur des antiken David war gerade mitten in Florenz aufgestellt worden, als Symbol des Stolzes und des Geistes der Stadt. Der David gehört zu den ersten Kunstwerken, die Raphael in Florenz sieht. Er zeichnet den muskulösen Koloss akribisch. Bei Michelangelo interessiert ihn tatsächlich der Hang zur Antike. Es interessiert ihn das Skulpturale der Skulpturenauffassung. Es interessiert ihn die große Affinität zur Zeichnung, zum Disegno. Und er schaut sich viel bei Leonardo ab. Also er schaut sich den Umgang mit Farbe bei Leonardo ab, den Umgang mit der menschlichen Figur, den Umgang auch mit der Naturdarstellung, was Leonardo alles perfekt beherrscht und für die gesamte Kunst- und Weltauffassung Leonardos sehr zentral war. Florenz will Anfang des 16. Jahrhunderts heller strahlen als das päpstliche Rom. Die Stadt feiert ihre wiedergewonnene Stabilität nach der Vertreibung der Medici und holt sich dafür die Giganten der italienischen Kunst herbei. Hier kann sich der junge Raphael von jedem das Beste abschauen. In den offenen Werkstätten gilt die perfekte Nachahmung als Beweis seines großen Talents. Der entscheidende Punkt, glaube ich, ist, sich noch mal klarzumachen, das ist nicht eine Nachahmung von Vorbildern, weil es eben selber nicht zu Ideen reicht, sondern das ist der Weg zu zeigen, wie perfekt und wie originell die eigene Kunst ist, indem ich sozusagen diesen Maßstab aufrufe. Für Kunsthistoriker wie Ulrich Pfisterer ist die Florentinerzeit Raphaels interessant, denn hier entwickelt der Maler seinen eigenen Stil. Seine Zeichnung der Leda nach einem Gemälde von Leonardo da Vinci beweist, der junge Mann wurde von den großen Künstlern jener Zeit noch bereitwillig gefördert. Was wir an dieser Lederzeichnung uns klar machen können, ist, dass Raphael offenbar Zutritt zur Werkstatt
von Michelangelo und zum Zeichenmaterial von Leonardo haben musste, denn sonst hätte er diese Zeichnung gar nicht anfertigen können. Das ist deshalb auch interessant, weil es zeigt, dass die beiden ein Interesse daran hatten, dass begabte junge Maler sich mit ihren Werken auseinandersetzen. Das ist eine Art, den eigenen Ruhm zu steigern. Raphael aber bleibt nicht lange der stille Beobachter. In seinem Altarbild, die Grablegung Christi von 1507, dreht sich eine kniende Frau so expressiv um die eigene Achse, um die Mutter Gottes aufzufangen, dass die Referenz an ein kurz zuvor entstandenes Gemälde Michelangelos nicht zu übersehen ist. Und der tote Christus ist so leblos wie Michelangelos Christus in der berühmten Pietà in Rom. Das Bild macht sehr deutlich, dass Raphael das Vorbild Michelangelos nicht nur in dem Sinne zitiert, dass es ihm Anregungen oder Ideen oder Ausgangspunkte liefert, sondern damit dieser Bezug erkannt wird und deutlich wird, dass Raphael in der Malerei sozusagen das Niveau des Superstars der Skulptur und Malerei der Zeit erreicht hat. Raphael war eben einer, der aufgenommen hat, der mit offenen Augen durch die Welt gegangen ist und vor allem auch die Künstler, die um ihn herum waren, die hat er sozusagen fast aufgesogen. Wie großzügig und wohlwollend sich bisweilen der Himmel zeigt, wenn er in einer einzigen Person die unermesslichen Reichtümer seiner Schätze, alle kostbaren Gaben vereint. So beginnt Giorgio Vasari seine Biografie »Das Leben des Raphael«. Dieses Leben beginnt im Frühjahr 1483 in Urbino. Seine ersten Schritte sind natürlich von einem Reichtum beeinflusst, den er direkt vor seiner Haustür hatte. Urbino war eine wirkliche Hauptstadt in künstlerischer, literarischer, poetischer Hinsicht. Dort konnte man die großen Maler, die großen Philosophen, die Architekten, die Mathematiker, die Wissenschaftler finden. Und das machte Urbino zu einem besonders reichen Ort, obwohl er doch recht klein war. Vasari entwirft in seiner Biografie das Bild einer idealen Kindheit in der Renaissance. Er lobt die Atmosphäre der Zuwendung im Hause des Hofmalers Giovanni Santi. Eine Amme wird nicht eingestellt. Mutter Maggia umsorgt den Sohn. Dem Vater liegen die hohen Erziehungsideale der Antike am Herzen. Im Haus von Giovanni Santi geboren zu sein, bedeutete eben in der Mitte des Humanismus geboren worden zu sein, sowohl in literarischer als auch künstlerischer Hinsicht. Der kleine Raphael lernt schnell in der Malerwerkstatt seines Vaters. Farben anrühren, Pigmente mischen, ein Bild komponieren. Er lernt auch zu dichten. Giovanni Santi will, dass sein Sohn seinen Talenten und seiner Natur folgt. Doch diese Idylle endet abrupt. Im Sommer 1494 erkrankt der Vater Giovanni Santi schwer. Er stirbt 4 Jahre nach seiner Frau Maggia. Mit nur 11 Jahren ist Raphael auf sich allein gestellt. Das ist einer der schwierigsten Momente im Leben von Raphael. Wir können nicht sagen, dass er gleich nach dem Tod des Vaters die Werkstatt übernommen hat und Meister genannt wurde. Ich glaube hingegen, dass die Werkstatt und die Beziehungen, die die Werkstatt zu anderen Werkstätten unterhalten hat, Raphael ermöglicht haben, sich zu entwickeln.
Raphael will der größte Künstler seiner Zeit werden. Er ist 17 Jahre alt, da unterschreibt er seinen ersten Vertrag mit Meister. Nahezu perfekt beherrscht der Jüngling schon früh das Disegno, die Zeichnung, das Grundprinzip der schönen Malerei. Er ist jemand, der sehr ökonomisch zeichnet, wie der große Künstler. Das heißt, er setzt ganz bewusst, ganz sparsam, sehr gekonnt, setzt die zeichnerischen Mittel ein. Und dieses ganz, nicht schematisch, aber doch sehr akribische Studium führt dann dazu, dass doch jede Komposition genau durchgeplant, genau durchdacht ist. Und eigentlich kann man auch sagen, dass keine Zeichnung Raphaels entstanden ist ohne irgendwelchen Zweck. Raphael glaubt an Reduktion. Besonders seine Madonnen sind schlicht und klar komponiert. Er hält sich an das hohe Ideal der Schönheit in der Renaissance, an die Symmetrie. Trotzdem variieren die Gesichter der heiligen Mütter. Seine Kunden wissen das zu schätzen und bestürmen den noch jungen Maler mit Aufträgen. Allein zwischen 1500 und 1508 sollen über 20 Madonnen entstanden sein. Diese Menschen haben eine innere Persönlichkeit. Das heißt, man spürt, dass sie von innen heraus mit einer Seele verlebendigt werden. Und es ist ein Ausdruck der Harmonie, aber auch der Schönheit. Auch seine Sixtinische Madonna lässt Raphael erhaben aus der Bildmitte heraus auf uns zuschweben. Doch die Wirkung dieses Gemäldes entsteht erst, wenn man der Madonna und dem Jesusknaben in die Augen schaut. Ich denke, dass die Sixtinische Madonna einfach ein ganz starkes, auch emotional sehr starkes Bild ist, weil es wirklich den Schrecken des kleinen Kindes zeigt, das den Tod vor Augen hat. Wenn Sie den Jesus sehen, das Jesusbaby auf den Armen Marias, dann sehen Sie wirklich, wie viel Angst er hat. Das muss man erstmal so zeigen. Und das macht auch den Ernst dieser Madonnenfigur aus. Denn auch Maria weiß ja, was mit ihrem Sohn passieren wird. Der Restaurator Christoph Schölzel von den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden wollte dem Geheimnis dieses traurigen Blicks auf den Grund gehen. Da war ich tatsächlich 2 Tage mit dem Mikroskop allein mit dem Bild und konnte die Maltechnik von Raphael studieren. Und da ging der Puls schon wirklich etwas höher, weil das ein besonderer Moment ist. Er entdeckt, eine winzige Korrektur scheint der Grund für die große Wirkung zu sein. Man findet beispielsweise nur Korrekturen in der Stellung der Augen, womit er schon einmal weitestgehend ausgeführte Augen etwas nach oben gesetzt hat. Das betrifft nur wenige Millimeter und damit dem Ausdruck der Madonna einen etwas erwachseneren Ausdruck verliehen hat. Ohne aufwendige Untermalungen und anschließende Korrekturen gelingt Raphael also das perfekte Bild. Es überrascht bei Raphael auf jeden Fall die Sicherheit, mit der er die Formen ausgeführt hat, mit der er zu auch sehr rationellen Lösungen gekommen ist in diesem Malprozess. Daran ist er wirklich souverän. Und das zeigt sich in der Sixtine, dass er dort im Grunde mit einer Farbschicht auskommt, sehr souverän, flüssig dieses Bild malen kann. Und es zeigt sich zugleich darin, dass er hier eine völlig neuartige Komposition schafft, die so vorher nicht gab. Raphael wird angetrieben von Neugier und Ehrgeiz. 5 Jahre bevor Papst Julius II. Die Sixtinische Madonna bei ihm in Auftrag gibt, hatte der Pontifex das neue Ausnahmetalent nach Rom kommen lassen. 1508 soll der 25-Jährige ein Fresko probemalen. Der Papst ist beeindruckt.
So einen wie Raphael kann er gut gebrauchen. In Rom will der mächtige Kirchenmann mit der Hilfe großer Künstler seinen Glanz und seine Macht stärken. Den Bildhauer und Maler Michelangelo Buonarroti hat er bereits engagiert. Michelangelo war empört darüber, dass Raphael überhaupt da ist. Also er war wirklich entgeistert. Also er sah sich um die Gunst des Papstes gebracht, dass da jetzt dieser junge Mann auch einen wichtigen Auftrag erhält, nämlich die Stanzen, den Bibliotheksraum erstmal auszumalen. Und er mutmaßte auch das Böseste. Papst Julius II. Hat den Ruf eines Papa Terribile. Er zieht gern in den Krieg, gilt als machtgierig. Die schönen Künste sollen ihn als sanfteren Pontifex feiern. Er lässt Michelangelo an seinem Grabmal arbeiten und überträgt ihm die Ausmalung der Sixtinischen Kapelle. Für seine Arbeitsräume aber engagiert Julius II. Seinen neuen Favoriten, Raphael. Es war sehr beliebt in der Zeit, Künstler gegeneinander antreten zu lassen. Es war fast so eine Art Vergnügen, was sich die Auftraggeber machten, mal zu schauen, wer liefert denn jetzt was ab. Und es auch so eine Art öffentliches Schauvergnügen, zwei Künstler gegeneinander antreten zu lassen. Was aber Julius II. Ziemlich schnell für Raphael eingenommen haben muss, ist tatsächlich dieses zuverlässige Fertigstellen von Dingen. Denn das ist Julius II. Mit Beginn seines Pontifikats ja klar, dass er nur eine ganz begrenzte Zeit noch haben wird, seinen Nachruhm und sein Vermächtnis zu sichern. Die zwei Kontrahenten kämpfen vorerst nicht miteinander, sondern mit der Technik der Freskomalerei. Sie wissen nur, dass man den Putz für die Wand aus Kalk und Sand herstellen muss. In Rom aber gibt es keinen Sand. In Rom verwendet man keinen Sand, sondern Puzzolan, eine Art Vulkansand, der andere physikalische Eigenschaften hat. Puzzolan wird in einem etwas abweichenden Verhältnis mit Kalk gemischt. Drei Teile Puzzolan, ein Teil Kalk. Am Anfang hatte Raphael einige Probleme, weil er Puzzolan in derselben Menge wie Sand verwendete. Also Michelangelo hatte auch große Schwierigkeiten, dem ist einfach am Anfang immer die Decke auf den Kopf gefallen. Also er kam erstmal damit überhaupt nicht zurecht und er war auch zu stolz, sich Hilfe zu suchen. Raphael dagegen hat sofort die Kollegen um ihre Berufsgeheimnisse gebeten und so einfach sehr viel schneller gelernt. Raphael holt sich talentierte Helfer. Anhand präziser Zeichnungen entstehen sogenannte Kartons. Sie dienen als genaue Vorlage. Die Kartons werden perforiert und mit kleinen Säckchen voller Kohlenstaub pudert man das Motiv auf die Wand. Michelangelo arbeitet ähnlich, aber allein. Und auch beim Korrigieren von Fehlern agieren die Konkurrenten höchst unterschiedlich. Michelangelo korrigiert nicht gern in seinen Fresken. Wenn er mit einem Fresko unzufrieden war, schlug er es ab und trug neuen Putz auf. Wir haben diverse Korrekturen gefunden, die immer als komplett neue Fresken vorgenommen wurden. Raphael dagegen zog es vor, kleine Korrekturen nach dem Trocknen vorzunehmen. Das heißt, er verwendete Ölfarben, um auf dem trockenen Fresko Kleinigkeiten zu korrigieren. Raphael baut eine Werkstatt auf. Er liebt es, in der Gemeinschaft zu arbeiten. In der Schule von Athen, einem seiner ersten Fresken in den päpstlichen Gemächern, den sogenannten Stanzen, zeigt er diese humanistische Vision eines neuen Menschenbildes. Starke Individuen in angeregter Debatte. In die Mitte stellt er sein großes Idol, Leonardo da Vinci, als Platon. Sich selbst malt er an den Rand, wie immer als stiller Beobachter. Und unten am Bildrand hockt einer, den niemand zu beachten scheint. Michelangelo. Vielleicht hat er sich so etwas auch von Michelangelo gewünscht, was Michelangelo, der eben mehr Einzelgänger ist, aber so in dieser Kollegialität nicht erfüllt hat. Er zeigt Michelangelo dann als einsamen Heraklit, der etwas melancholisch,
auf dem Boden liegt und nachdenkt. Wobei man sagen muss, dass die Pose des Melancholikers in der Renaissance etwas Positives ist. Das ist, der Melancholiker ist der Denker. Die Kontrahenten trennen nur wenige Meter. Während Raphael mit seinen Helfern in den Arbeitsräumen des Papstes schnell vorwärts kommt, hangelt sich Michelangelo einsam auf Holzgerüsten an der Wand der Sixtinischen Kapelle entlang. Er soll eine Ode an den Menschen mit kirchlicher Symbolik entwerfen. Nie zuvor wurde die Erschaffung der Welt so kraftvoll und sinnlich gezeigt. Doch selbst dem Papst verweigert Michelangelo den Zutritt zu seinem grandiosen Werk, bevor es fertig ist. Zu groß ist sein Misstrauen. Michelangelo hatte Angst, dass genau das passiert, was dann passiert ist, dass einfach seine Ideen gestohlen werden oder zumindest abgewandelt werden. Und er hat sich bemüht, möglichst wenig Leute erfahren zu lassen, was er da gerade tut, an der Decke der Sixtinischen Kapelle. Dennoch muss es Raphael gelungen sein, sich irgendwie da einzuschleichen und schon etwas zu erkennen. Denn wir sehen, wie sehr er reagiert in den Instanzen auf das, was er dann gesehen hat. Tatsächlich wird Raphael in dieser Zeit monumentaler, kraftvoller. Seine Figuren erlangen eine Körperlichkeit, die das ganze Spektrum menschlicher Emotionen spiegelt. Aber selbst im Leid bleiben sie sanft. Wie Michelangelos Figuren sind sie nicht. Als Raphael 1512 die Stanzen des Heliodor in den päpstlichen Gemächern vollendet, scheint es, als wolle er zeigen, wie anders er ist als Michelangelo. Denn den Eindringling Heliodor im heiligen Tempel stellt ein Racheengel, der eher zornig mahnt, als wirklich zuschlägt. Will Raphael auch hier wieder zeigen, dass er ebenbürtig ist? Und die Überlieferung, die spricht dann tatsächlich für die später von Vasari so intensiv entwickelte Feindschaft zwischen Michelangelo und Raphael. Dass der eine eben kapiert, dass im Jüngeren und anderen ihm ein massiver Konkurrent erwächst. Und dass Raphael natürlich auch erkennt, was die großen Vorzüge von Michelangelos Freskotechnik und Figurendarstellung sind. Im Hinblick auf Monumentalität, im Hinblick auf Durcharbeitung des Körpers und so weiter. Vielleicht hat Michelangelo selbst die Geschichte erfunden, dass es Raphael zu dieser Zeit mit Hilfe eines Freundes gelungen sei, heimlich einen Blick in die Sixtinische Kapelle zu werfen. Vasari schreibt, seine deutlichste Reaktion auf das großartige Werk des Konkurrenten sei ein Fresko des Propheten Jesaja in der Kirche Sant'Agostino in Rom. Ein Auftrag eines Luxemburger Humanisten. Dieses Fresko rahmt eine Skulptur von Andrea Sansovino. Das heißt, wir haben hier ein Zusammenspiel zwischen Skulptur und Malerei in einem Humanistenkreis. Und dabei probiert Raphael eine durchaus monumentale Darstellung, die aber gleichzeitig dann auch wieder aufgelöst wird mit diesen beiden Putten, die die Girlande dahinter halten. Heute zweifeln Kunsthistoriker wie Arnold Nesselrath an Vasaris Version, dass Raphael sich allein durch Michelangelos Inspiration verändert habe. Im Laufe der Geschichte ist aus Raphael und Michelangelo der Gegensatz zweier Prinzipien geworden. Wobei Michelangelo dann in die neurotische Richtung geht und Raphael eher so in die etwas leichtere Richtung. Der hat sich wahrscheinlich mit solchen Problemen, ob da jemand was drin sieht oder wie weit das sich an irgendwas orientiert, gar nicht weiter auseinandergesetzt. Während Michelangelo also am Image des einsamen Genies arbeitet, versucht Raphael genau das Gegenteil.
Er stilisiert sich als eloquenten, fleißigen Künstler, dessen Ziel es ist, seine Persönlichkeit und seine Kunst in Schönheit zu vereinen. Ein Element zentral für Raphael ist die Vorstellung, dass das schöne Äußere des Menschen in gewisser Weise auch sein schönes Inneres widerspiegelt, also die antike Idee von Kallo Kakatiya. Das Ideal von geistiger und körperlicher Vortrefflichkeit. In Rom wird diese antike Idee Anfang des 16. Jahrhunderts zelebriert. Kunst, Philosophie und Architektur sollen hier zu neuer Blüte gelangen. Der Papst entscheidet, Raphael soll die archäologischen Grabungen überwachen und überträgt ihm sogar den Bau des Petersdoms, nachdem der Dombaumeister Bramante 1514 starb. Immer neue Aufträge bekommt der Lieblingskünstler Roms. Ohne seine florierende Werkstatt hätte er diese Flut niemals bewältigt. Als großer Künstler war er auch jemand, der nichts abgelehnt hat, sondern eigentlich alles. Jede Idee, jeder Auftrag, der in ihn herangetragen wurde, hat in ihm sofort Faszination ausgelöst und hat gedacht, wow, diesem Projekt widme ich mich jetzt auch. Aber er hatte also im Prinzip 20, 30 solcher Projekte in der Pipeline. Einen besonderen Auftrag erteilt ihm der damals reichste Mann Italiens, Agostino Chigi. Der Bankier hatte sich eine prachtvolle Villa im antiken Stil bauen lassen, im römischen Stadtteil Trastevere. In der Villa Farnesina, wie sie heute heißt, soll Raphael dem solventen Auftraggeber den Gartensaal ausmalen. Einen Ort der ehrbaren Lust wünscht er sich. Chigi will das antike Ritual entspannter Mußestunden neu beleben. Raphael und seine Mitarbeiter liefern ihm dafür die sinnlichen Bilder. Was für Chigi und die Villa Farnesina interessant ist, ist, dass Raphael und die Maler in seinem Umkreis sich intensiv drum um eine Art von Erotisierung des Körpers und der weiblichen Schönheit bemühen. Also in gewisser Weise kann man sagen, dass die Villa Farnesina, glaube ich, einer der Erfindungs- und Geburtsorte erotischer Kunst ist. Ist also nicht nur der Ehrgeiz, sondern auch der Eros, der Inspirations- und Kraftquell des großen Raphael? Der Maler soll sogar darauf bestanden haben, seine Geliebte in der Villa bei sich haben zu dürfen, schreibt Vasari. Nur so konnte er die Liebesgöttin Galatea in knapp 10 Tagen auf die Wand zaubern. Chigi jedenfalls soll begeistert gewesen sein. Die Reaktion, die ein erotisches Werk bei einem Betrachter hervorruft, die körperliche, emotionale, lustvolle Reaktion, ist unmittelbarer Ausdruck der künstlerischen Qualität. Also je erotischer ein Bild ist, desto besser und unmittelbarer lässt sich die künstlerische Qualität ablesen. Und die Vorstellung, dass ich nur dann kreativ bin, wenn ich sozusagen auch als Liebhaber besonders aktiv bin, das ist eine Vorstellung, die wir heute auch noch haben und die Raphael eben besonders paradigmatisch zu erfüllen scheint. Wie selig, wenn zu sanftem Joch umschlungen, den Hals mir ihre weißen Arm umzweigen. Ich stürb vor Weh, hätt ich mich losgerungen. So dichtet Raphael, möglicherweise für die kleine Bäckerin La Fornarina. 1518 malt er sie. Die Schöne wird so seine wohl berühmteste Muse. Die Fornarina ist deshalb so persönlich, weil diese Frau mit ihrem entblößten, nackten Oberkörper ein Armband trägt an ihrem Oberarm, auf dem Raphael von Urbino draufsteht. Und das eine Art von Beziehung signalisiert in dem Bild, die eben über eine Signatur hinausgeht. Also nicht nur, dass die Frau sich offensichtlich zu Raphael bekennt, sondern umgedreht auch, dass das Band ja wohl von Raphael geschenkt wurde, also eine Art von gegenseitigem Liebesbeweis. Raphael hat die Frauen geliebt.
und jede Form der Schönheit verehrt. Reale Vorbilder müssen ihn inspiriert haben. Anders kann man sich den Zauber in den Gesichtern seiner Madonnen nicht erklären. Es gibt ja diesen berühmten Brief, wo er beschreibt, dass wenn er eine schöne Frau malen soll, er erstmal mehrere Frauen sich anschaut und dann aber zusätzlich eine certa idea, also ein geistiges Bild eintreten müsse in seinem Bewusstsein, damit er eine schöne Frau malen könne. Da geht es immer um die Kunst an sich. Es geht um die schöne Malerei, die etwas darstellt, um die Fähigkeit einer schönen Bildfigur, jemanden, wie Leonardo sagt, verliebt zu machen. Vor allem über das Vorbild für dieses schöne Gesicht wurde viel gerätselt. Könnte die Sixtinische Madonna die gleiche Frau sein wie die Donna Velata, die er 2 Jahre später porträtierte? Wer war diese bezaubernde Frau? Stand sie dem Maler nahe oder war sie die Geliebte eines anderen? Sie hat diesen grauen Schleier über dem Kopf, von dem wir wissen, dass zum Beispiel römische Kurtisanen darauf verpflichtet waren, solche Schleier zu tragen. Sie hat diesen ganz auffälligen Schmuck an ihrem Körper, wo man sich auch fragen kann, ob das eigentlich mit einer ehrbaren römischen Frau so zusammengehen könnte. Also auch dort würde ich sagen, die La Velata ist deshalb so faszinierend, weil sie eben tatsächlich ein Faszinationsbild, ein Wunschbild weiblicher Schönheit entwerfen soll. Es gibt diese Bezüge zur Donna Velata, die sind augenfällig. Und trotzdem ist es eine weitere Idealisierung. Also er setzt in der irdischen Realität an, um sie dann zu überhöhen. Die Erhabenheit der Sixtinischen Madonna entsteht aber nicht nur durch ihre Schönheit, sondern vor allem durch die ideale Dreieckskomposition. Die Balance entsteht durch die 2 Figuren links und rechts neben ihr. Die heilige Barbara, die Schutzpatronin der Soldaten, und Papst Sixtus II., dem das Bild seinen Namen verdankt. Sixtus ist ein Urahn von Papst Julius II. Der gibt das Werk 1512 bei Raphael in Auftrag für eine Klosterkirche in Piacenza. Als Zeichen des Triumphes, denn Piacenza hatte sich nach blutigen Schlachten wieder dem Kirchenstaat zugewandt. Und die 2 Heiligen sind mit dieser Kirche zutiefst verbunden. Sie sind sehr wichtig. Die 2 dargestellten Heiligen sind in dieser Kirche bestattet. Die heilige Barbara hat eine ihr gewidmete Kapelle. Und der heilige Sixtus befindet sich in der Urne unter dem Hauptaltar. Es sind sozusagen die beiden Patrone der Kirche. Außerdem hat der heilige Sixtus dieselben Gesichtszüge wie Julius II. »240 Jahre lang hat die Sixtinische Madonna hier ihren Platz. Unbeachtet von der Kunstwelt, angebetet von den Mönchen. Dann trennt sich das Kloster von ihr. Aus finanziellen Gründen natürlich. Das war eines der reichsten Klöster Norditaliens, eine kaiserliche Klostergründung. Mit einem Besitz bestehend aus Reliquien, das heißt sowohl geistlichem als auch weltlichem Vermögen, sowie enormen Ländereien. Nichtsdestotrotz wurde das Kloster im Lauf der Jahrhunderte immer ärmer. Und deshalb haben sie darüber nachgedacht, ihr Juwel zu verkaufen. Heute hängt in der Kirche von San Sisto eine Kopie der Sixtina. Denn als die Mönche Mitte des 18. Jahrhunderts dringend Geld brauchen, um das Dach des Klosters zu reparieren, interessiert sich ein Kurfürst aus Deutschland für das Gemälde. Der sächsische Kurfürst und König von Polen, August III., brauchte einen echten Raphael. Das war für eine Galerie wie die seinige unabdingbar zu seiner Zeit. Er stand ja im Grunde in einem Wettbewerb mit den anderen Höfen in Europa, Frankreich, den Medici,
Wien, Kaiserhaus. Und dazu gehörte auch ein Repräsentationsniveau, wo die Galerie dazugehörte. Fast ein Jahr lang verhandelt der Kunstagent Bianconi für August III. Um den Preis des Gemäldes. Die Mönche lassen sich Zeit. So einfach wollen sie ihre Madonna nicht loslassen. Am 9. März 1753 wird dann endlich ein Vertrag unterschrieben. August III. Bezahlt für großformatige Historienbilder seiner Zeit 800 mal maximal 1000 Scudi Romani. Aber 25.000 Scudi Romani, das ist außerhalb der Reihe, das ist exorbitant. Bianconi schreibt zu Recht an Brühl, dass seines Wissens noch nie jemand so eine hohe Summe für ein Bild ausgegeben habe. Das Gemälde geht im Januar 1754 von San Sisto aus auf die Reise nach Dresden. Bei eisigem Wind und Schneetreiben überquert der wertvolle Transport die Alpen. Als die Madonna im März endlich Dresden erreicht, soll der sächsische König eigenhändig seinen Thron beiseite geschoben haben mit den Worten: Platz für den großen Raphael. Jedenfalls stellt das der Maler Adolf Menzel so dar, 100 Jahre später. Das ist eine Legende aus dem 19. Jahrhundert mutmaßlich. Sie spiegelt gewissermaßen den Mythos, den die Sixtina im 19. Jahrhundert bereits eingenommen hatte, dass man sich diese Zeremonie im Audienzzimmer gar nicht anders vorstellen konnte, als eben, dass der, wie Menzel so schön schreibt, August der Dritte in seiner momentanen Funktion als Möbelschieber darzustellen sei. In Dresden wird die Sixtinische Madonna berühmt. In der Stadt, die Mitte des 19. Jahrhunderts zu einem der Sehnsuchtsorte der deutschen Romantik wird. Die Madonna und die anderen Glanzlichter der Sächsischen Gemäldegalerie ziehen in einen neuen Bau des Architekten Gottfried Semper. Eine prunkvolle Herberge für die Kunstschätze. Und Raphael? Ihn verehren die Romantiker als den Künstler, der die Malerei zur absoluten Vollendung geführt hat. Die Romantiker finden ihm nochmal ein neues Ideal, weil in Raphael gewissermaßen sich die göttliche Inspiration verkörpert. Und Wackenroder, Herder und andere entwickeln ja dann diese Legende, dass Raphael, um Maria zu malen, so verzweifelt war, weil er nicht wusste, wie er ihre Schönheit darstellen solle, dass letztendlich Maria ihm dann im Traum erscheint. Und er dann weiß, ja, so muss ich sie malen. Genau diese Szene bringen 1821 die Gebrüder Riepenhausen auf die Leinwand. Raphael, der Vorbildkünstler der Romantik, gebiert seine Madonna unter geistigen Schmerzen. Vom sinnlichen Raphael, der inspiriert ist von der irdischen Liebe, ist keine Rede mehr. Das, was die Romantik tut, nämlich Raphael zu entkörperlichen, sozusagen zu entsexualisieren, zu entmännlichen, indem er der immer jugendlichere und jüngere genialische Maler wird, das spiegelt sich auch in diesen Porträts wieder. Die Legende, dass Raphael an übermäßigem Liebesgenuss verstorben sein könnte, passt nicht in das Bild der Romantiker. Sein früher Tod mit 37 Jahren erregt die Raphael-Verehrer des 19. Jahrhunderts aus anderen Gründen. 1833 werden die Gebeine des Genies im Pantheon exhumiert. Könnte es sein, dass sich die göttliche Inspiration aus seinem Schädel auf Kunststudenten übertragen lässt? Gli allievi dell'Accademia di San Luca, che quindi erano nel loro percorso di formazione per imparare la pittura. Die Schüler der Akademie in San Luca, die gerade ihr Malereistudium dort machten, sollten eines Tages in einer langen Reihe vor Raphaels Schädel antreten, mit dem Zeichenstift in der Hand. Und einer nach dem anderen berührte den Schädel, in der Hoffnung, die Erleuchtung für die eigene Kunst zu erhalten. Und dass etwas von der Perfektion und Inspiration, die Raphael hatte, sich übertragen würde.
Der Kult um den Maler wird im 19. Jahrhundert vor allem in Dresden zum Kult um die Madonna. Als das Bild zusammen mit weiteren 745 Gemälden im August 1945 als Beutekunst in die Sowjetunion verbracht wird, ist auch das ein Schock. Zehn Jahre lang verschwindet die Madonna im Moskauer Museumsdepot. Um das zu erklären, erfindet man noch einen Mythos. Die UdSSR brauchte 1955, als sie offenlegte, dass die Gemälde in Moskau und Kiew sind und zurückgegeben werden, natürlich eine Erläuterung, warum es im Grunde jetzt zehn Jahre brauchte, dass man so lange die Gemälde dort verbracht hatte. Und dazu wurde der Rettungsmythos entwickelt. Dresden, wie es einmal war. Als die Stadt unter angloamerikanischen Terrorbomben in Schutt und Asche gesunken war, retteten sowjetische Offiziere und Sachverständige die Schätze der Gemäldegalerie, die in Kellergewölben zu verkommen drohten. Darunter auch die weltberühmte Sixtinische Madonna von Raphael. Also es ist ein Rettungsmythos, der gewissermaßen diese zehnjährige Absenz der Bilder von Dresden argumentatorisch zu untermauern suchte. Und der seine wohl eindringlichste Form in dem Film Fünf Tage, Fünf Nächte gefunden hatte. Понятно, товарищ капитан? Verstanden. Смотрю, вроде такая же гримма. Genau so ein armes Ding wie meine Frau. Босая и малый на руках. Barfuß und den Kleinen auf dem Arm. Товарищ капитан. Genosse Hauptmann. А может, почетный караул, я? Vielleicht könnte man eine Wache aufstellen. Irgendwann musste es unweigerlich zur Entmystifizierung des Kultbildes und des Malers Raphael kommen. 1985 machte der Pop-Art-Künstler Andy Warhol aus dem Idealbild der Renaissance ein Billigprodukt der Moderne. Die Madonna für nur $6,99. Das hat viel mit diesem Künstlertypus zu tun, dass die Moderne ihn so radikal abgelehnt hat. Also in der Moderne muss der Künstler ein Berserker sein wie Michelangelo. Er muss ein genialer Erfinder sein wie Leonardo da Vinci. Er muss rabiat sein wie Caravaggio das manchmal war. Also er muss ein irgendwie schwieriger Außenseiter sein. Das ist nun Raphael gerade nicht. Was aber für Raphael, glaube ich, in noch größerem Maße als für Leonardo, Michelangelo und andere gilt, ist einfach diese Kruste, die die nachfolgenden Jahrhunderte über den Künstler gepackt haben, dass die bei Raphael noch dichter und dicker ist als bei den anderen. Eben gerade dadurch, dass er über Jahrhunderte hinweg als das absolute Ideal und als die Grundlage jeder künstlerischen Ausbildung und jeder ästhetischen Bewertung gegolten hat. Als André Malraux über Raphael sagte, sein Werk langweilt mich, aber hinter ihm steht jene einzigartige Vision vom wiederversöhnten Menschen. Da traf er den wunden Punkt.
Raphael erfüllt seit 500 Jahren unsere Sehnsucht nach einer schönen Welt. Auch deshalb wollen in Dresden jährlich 500.000 Menschen seine Sixtinische Madonna sehen. Und die zwei Engel haben ihren Meister unsterblich gemacht. Tatsächlich werden die Engelchen hier wirklich überall abgebildet, auf Geschenkpapier, auf Postern sowieso, auf Kaffeetassen. Also da gibt's ja, es gibt ja eine ganze Engelchenindustrie nach Raphael. Ich glaube gar nicht, dass ihm das so missfallen hätte. Also diese Künstler wollten ja wirken mit ihren Bildern und die wollten ja Einfluss haben. Diese Engel sind weltweit bekannt. Und ganz ehrlich gesagt, wir hätten kein Geld der Welt, um so eine Marketingkampagne selber zu starten.